Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello und Happy Mittwoch. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in den Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video so ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Denn ihr wisst es, ich probiere jedes Jahr eine Full-Face-Only-Make-Up-Marke-Video zu machen. Und heute möchte ich tatsächlich weitermachen mit Asam. Ihr wisst, dass ich mit Asam schon seit einer Weile zusammenarbeite. Auch dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Asam. Aber das Schöne bei der Zusammenarbeit zwischen mir und Asam ist, dass es ein bisschen anders als bei anderen Marken. Ich darf mir aussuchen, was ich mache. Und ich habe gesagt, hey, okay, ihr habt gerade eine Aktion, 15% auf alles außer Sale. Ich nehme einfach meine Favoriten aus dem wirklich dekorativen Make-up-Bereich. Die Pflegeprodukte hatte ich euch ja immer mal wieder schon gezeigt. Und wir schminken in Full Face, weil ich glaube, dass viele von euch noch nicht ganz verstanden haben, was der Vorteil von Asam Beauty Make-up-Produkten ist. Es gibt kein Briefing für mich. Das ist eine andere Zusammenarbeit als mit anderen Marken. Ich probiere da so transparent wie möglich mit euch zu sein. Ich kriege eine E-Mail, hey, was möchtest du diesen Monat machen? Hey, was möchtest du dieses Mal machen? Und dann darf ich mir was aussuchen. Und ich habe mich für ein Full-Face Asam entschieden. Ich habe hier Produkte dabei, wo ich glaube, dass sie vielen von euch gefallen könnten. Es ist wie bei jeder Marke, man muss so seine Favoriten raussuchen. Aber das sehe ich als meine Aufgabe, meine Favoriten euch schon mitzugeben und euch vielleicht so ein paar Fragen zu beantworten. Ich hatte auch so ein bisschen geschaut bei Instagram in den letzten Wochen, was interessiert euch von Asam, was interessiert euch vielleicht weniger. Und das habe ich alles hier in dieses Video gepackt. Freunde, ihr seht es, ich weiß nicht, was los ist. Ich war gestern auf einem Event und habe eine Haarpflegemarke mitbekommen. Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Backstreet Boy. Hier so die kleine Schmalzlocke. Freunde, seid ihr bereit? Ich habe tatsächlich schon ein bisschen Pflege drauf. Da möchte ich persönlich jetzt nicht so viel drauf eingehen, denn die Asam Beauty Pflegelinie kennt ihr schon, beziehungsweise gibt ja 15 verschiedene, glaube ich. Ich habe die Aqua Intense Creme mit Hyaluron benutzt. Wenn ihr euch für Asam Beauty Pflege interessiert, empfehle ich euch wirklich, startet mit der Aqua Intense Serie. Da ist nichts drin, worauf eure Haut reagiert. Die ist super natürlich, keine Duftstoffe, kein Mikroplastik, keine Parabene und die zieht sehr schnell ein und ist eine perfekte Grundlage fürs Make-up. Ähnlich wie die Magic Cream von Charlotte Tilbury, aber die Light-Version ohne Duftstoffe und ohne diese ganzen künstlichen Zusatzstoffe. Was ich damit jetzt machen werde, ist, ich gebe mir ein bisschen was raus und packe mir das auf meine Mischplatte. Denn ich hatte das neulich in einem Livestream mit Asam getestet und euch gezeigt dort. Ihr kennt das Magic Finish. Das Magic Finish gibt es mittlerweile in verschiedenen Farben. Also viele hatten immer geschrieben, Magic Finish ist mir zu dunkel. Es gibt es in heller, es gibt es in dunkler und es gibt sogar mittlerweile auch ohne Farbe. Also falls ihr schon mal das Magic Finish ausprobieren wolltet, es gibt es in verschiedenen Farben. Ich benutze tatsächlich aber die Supercharge Serum Foundation und mische mir die mit der Aqua Intense Creme. Und dadurch kriege ich wie so eine BB-Cream und ich möchte heute einen sehr natürlichen Alltagslook machen. Ich hatte das neulich schon in dem Video erwähnt, dass ich probiere, meinen Content gerade so ein bisschen zu verändern und zielgerichteter an euch anpassen möchte. Weil es bringt nichts, wenn ich euch Produkte zeige, die in der Kamera gut aussehen, im Alltag aber nicht. Ich habe die in der Farbe 240 Creamy Nude und ihr seht, dadurch, dass ich die mit der Aqua Intense Pflege gemischt habe, ist das wie so eine Mousse. Und ich arbeite mir die einfach mit einem Pinsel ein. Und ihr seht sofort, dass das Ganze super frisch, es passt farblich perfekt bei mir und wie so eine zweite Haut ist. Also das Schöne bei den Asam-Produkten ist, ihr merkt es, ne? Ich kenne mich halt mit den Produkten mittlerweile super gut aus, weil ich halt schon ganz, ganz lange mit Asam zusammenarbeite und viele Produkte auch vorab natürlich kriege und testen kann, bevor sie rauskommen und mir einfach ein Bild darüber machen kann. Ihr seht sofort, wie sich die Foundation mit dieser Pflege zusammenmischt und ihr dann so eine leichte Deckkraft habt. Also die Foundation hat an sich schon eine sehr, sehr hohe Deckkraft, sorgt aber dafür, dass eure Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Also bei Asam ist es so, dass in allen Make-up-Produkten auch Pflege mit drin ist. Und man merkt schon, dass abends das Gesicht nicht so mitgenommen ist. Die Creme zieht jetzt in die Haut ein, die Pigmente bleiben auf der Haut von der Foundation und ihr habt einen sehr, sehr frischen Teint. Tatsächlich bevorzuge ich die Serum Foundation auch vor dem Magic Finish. Ich finde, das Magic Finish ist immer etwas für, wenn es super, super schnell gehen muss. Was ich ganz gerne mache, zeige ich euch gleich. Ich habe ja oft so Rasierpickelchen und so Unebenheiten am Hals oder der Bartschatten, der durchkommt. Und wenn ich
viel unterwegs bin und auf dem Event bin und dann halt nicht so rot werden möchte, dann nehme ich das Magic Finish und gebe mir das auf den Hals. Und dadurch, dass die Farbe, die reguläre Farbe bei mir perfekt passt, muss ich mir da keine Gedanken zu machen, wie das Ganze dann mit meinem Gesicht zusammenpasst. Ich bin mal ein Stückchen näher gekommen, dass ihr die Base sehen könnt. Jetzt erkennt ihr, dass sich alles so ein bisschen mit der Haut verbunden hat und wir so ein super natural Finish haben. Ich muss mich, wie gesagt, gebt mir unbedingt bitte ein Feedback zu der Art, wie ich jetzt das Make-up in den nächsten Wochen mal probiere für euch zu machen, dass es für euch Sinn machen würde. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rauskommt, ob ihr einen Unterschied zu meinem Make-up sonst seht oder ob es egal ist, wie ich es mache und ihr könnt euch dann ein eigenes Bild draus machen. Was ich persönlich von Asam nicht so gerne mag, sind die Concealer-Sticks. Deswegen habe ich sie auch nicht mit in dieses Video genommen. Ich finde, die sind okay, um punktuell aufzuhellen, aber so für die Art und Weise, wie ich Concealer auftrage, mag ich sie nicht ganz so gerne. Und ich glaube, da merkt ihr auch, dass ich halt, das ist halt immer, ich habe immer Angst, dass wenn ich mit Firmen zusammenarbeite und ein Video in Zusammenarbeit mit einer Firma mache, dass es bei euch dann irgendwie alles immer so künstlich vorkommt. Aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, seht ihr, ich bin jede Woche mit Asam zusammen am Arbeiten und ich trage die Produkte vor allen Dingen auch im Alltag sehr gerne. Ich will euch ganz kurz Magic Finish noch einmal zeigen. Ich gehe hier einmal rein und nehme mir den Pinsel und dann kann ich mir das hier auf den Hals auftragen. Und da braucht man nichts anderes mehr. Also kein Primer, kein Puder, keine Pflege. Blende ich mir einfach hier so ein bisschen rein und sorge dann dafür, dass es farblich alles so ein bisschen besser zusammenpasst. Eine Sache will ich euch aber zeigen und ich traue mich das immer nicht in den Streams zu sagen. Aber hier kann ich sagen, das Magic Finish in der Samatar-Version hat Lidschutzfaktor 30 noch mit drin. Und ich swatch euch mal im Vergleich. Das ist der Samatar. Der ist wesentlich dunkler. Die reguläre Farbe ist wesentlich heller. Passt viel, viel besser zu mir. Was ich liebend gerne mit dem Samatar mache, kennt ihr von Chanel diesen Bronzer-Mousse? Ist eins zu eins dasselbe. Literally. Ich stempel mir das einfach hier hin und verwende das wie ein Bronzer. Probiert das auch, wenn ihr das Magic Finish schon zu Hause habt und das für eure Haut zu dunkel ist, benutzt das nur als Bronzer. Das ist so wunderschön und dadurch, dass ihr halt, guck mal, das habe ich jetzt seit Sommer vor 2 Jahren, glaube ich, und ich benutze es halt regelmäßig als Bronzer und nicht als komplettes All-Over mein Gesicht, habt ihr den schönsten Bronzer überhaupt. Und vor allem, wenn ihr das mit einer anderen Foundation, ihr müsst jetzt gar nicht die Serum Foundation haben beispielsweise, habt ihr hier diesen super Bronzy-Look. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht mal beabsichtigt war von Asam, dass das ein Dupe ist, aber schaut mal, ganz, ganz zarte Bräune kommt dann durch und konturiert so ein bisschen das Gesicht. Das ist auch wesentlich kühler, seht ihr hier schon. Könnt ihr auf die Augen geben, ihr könnt das so ein bisschen hier an den Augenbrauenbogen machen. Und das sorgt einfach für so einen super, einen Samatar halt auf die Nase. Ihr könnt es auch gerne hier so ein bisschen auf die Stirn machen. Amazing. Also wirklich, wenn ihr das Magic Finish schon habt und es zu dunkel ist, benutzt es als Bronzer. Ansonsten holt euch dieses Samatar-Ding, wenn ihr auf Mousse-Bronzer steht, weil ihr damit einfach eine viel, viel geairbrushtere Deckkraft hinkriegt, was viel natürlicher aussieht. Gib mir mal ein bisschen Concealer auf. Das ist jetzt nicht der von Asam. Den persönlich mag ich nicht so gerne. Und blende mir das Ganze hier mit aus. Was ich an den Produkten von Asam sehr, sehr gerne mag, ist, dass sie halt sehr zuverlässig sind, ne? Also vor allen Dingen, je weniger du benutzt, desto schöner sieht es aus. Ich nehme jetzt hier einfach noch einen Concealer. Das ist der jetzt von Benefit, der Bright On Concealer. Der hält noch so ein bisschen auf. Und dann kommt das Produkt, das hattet ihr, ich hatte euch das schon mal gezeigt hier in dem Video. Da seid ihr ein bisschen eskaliert, aber das ist halt auch wirklich krass. Das ist das Final Touch Setting Powder. Das ist ein loses Puder, extrem fein gemahlen. Ich gucke mal jetzt, ihr seht hier auf der Stirn, ne, ist es ein bisschen glowy. Wenn ihr wirklich auf ein mattes Finish steht oder zu ölender Haut neigt, guess what? Das bisschen hier reicht eigentlich fürs gesamte Gesicht. Schaut mal meine Stirn an. Ihr könnt da punktuell einfach rübergehen über euer Gesicht. Und das ist so fein gemahlen und so lichtdiffus. Seht ihr den Unterschied? Hier unter den Augen, es creased so ein bisschen. Es ist halt,
Also ihr dürft nicht vergessen, Licht reflektiert in dem Moment, wo ihr ein feines Puder nehmt. Und wirklich, damit würde ich nicht baken, sondern nur punktuell unter den Augen, an der Nase, an der T-Zone herum. Mattiert sofort und das Licht wird ganz, ganz anders reflektiert. Es wird halt richtig geschluckt, sodass es halt nicht mehr glänzt wie hier unter den Augen. Ich zeige euch nochmal hier. Das ist, ihr könnt das richtig schön in die Creases einarbeiten, vor allem wenn ihr so zu kleinen Fältchen unterm Auge neigt. Wenn ihr gegen das Fältchen ganz leicht das Produkt auf einblendet, ist es weg. Und ihr nehmt diesen überschüssigen Glow weg. Das Schöne ist dadurch, dass wir diese Creme benutzt haben mit der Serum Foundation, die settet sich so ein bisschen von selbst und ihr habt ein sehr natürliches Ergebnis. Ich muss sagen, ich hasse es, mich selbst zu loben, oder generell, wenn man sich selbst in den Himmel lobt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich euch Produkte zeige, die für euch gemacht sind und nicht für YouTuber gemacht sind. Wisst ihr, was ich meine? Und das fehlt mir so ein bisschen. Gut, ich schaue kaum andere Beauty-YouTuber mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich schaue mir meistens eher so Food oder so. Oder habe ich gerade auch für mich entdeckt. Bushcraft. Die gehen dann in den Wald und bauen sich aus Stöckern ein Haus. Oder alles Mögliche. Dieses Puder, Freunde, hält euch 5 Jahre, weil ihr nichts davon, also ihr braucht wirklich literally nichts. Kleiner, fluffiger Pinsel, rübergehen, fertig. Und so sieht die Base schon frisch aus. Ihr seht die leichte Kontur durch diesen Samata. Die Foundation ist es ja gar nicht. Es ist wie so eine Art BB-Cream jetzt geworden. Ist frisch, ist glowy und für den Alltag perfekt. Ich möchte mir noch mehr Wärme ins Gesicht geben und nehme dazu den Satin Bronzer. Jetzt hier auch passend dazu so ein Brush von Asam. Geh ganz leicht rein, das ist extrem pigmentiert und stempel einfach nur noch so ein bisschen rüber. Mehr brauche ich nicht. Bronzer swatchen ist schwierig, ne? Aber der ist extrem pigmentiert. Und so haben wir schon mal so eine solide Grundlage. Ich hatte letzte Woche ein Video im Stream und habe so Make-up-Hacks gezeigt mit Produkten, die eigentlich für was anderes gemacht sind. Und da habe ich die Farbe Lovely Melon für mich entdeckt. Das ist die Lieblingsfarbe von meiner Mama. Das ist so ein richtig krasser Melone-Ton. Ich swatche ihn euch mal. Sehr, 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 sehr hell. Aber wenn ihr den als Blush benutzt, Freunde, trust and believe. Ich nehme hier einen Pinsel, den T4 von Letizia, arbeite mir das richtig schön in den Pinsel ein und kann jetzt trotzdem noch hier rüber gehen. Seht ihr das? Und der passt sich halt dadurch, dass er so ein bisschen in diese Orange-Richtung geht, gut mit dem Bronzer zusammen und gibt so ein bisschen Frische zurück. Bei den Lippenstiften, das sind die Satin Lipsticks, da sind Öle und Wachse mit drin. Das heißt, die geben natürlich dann wieder diese Reflexion. Seht ihr es? Kommt dann diese Reflexion so ein bisschen zurück. Und ich liebe es, Lippenstifte zu benutzen als Blush. Ihr könnt damit auch hier übers Gesicht gehen und dann punktuell wieder diese Bewegung mit reingeben, da wo ihr nicht so besonders stark ölt, beispielsweise. Also ich öle jetzt nicht hier an meiner Backe oder auf meiner Stirn, sondern wenn um die Nase. Und da kann ich dann hier punktuell diesen Blush-Effekt mit dazugeben. Finde ich persönlich super, super schön und gibt halt diese Frische zurück und die Haut wird dadurch, dass da halt Öle und Wachse mit drin sind, nochmal gepflegt. Ich habe auch noch einen anderen Blush. Das ist der Satin Blush in der Farbe Desert Bloom. Ich wollte heute keinen krassen Lidschatten-Look schminken. Ich gehe jetzt einfach in diesen Blush und gebe mir den hier in die Lidfalte. Und ihr seht, die sind super pigmentiert. Auch hier sind pflegende Inhaltsstoffe mit drin, die dann so ein bisschen dafür sorgen, dass die Haut gepflegt wird. Und das ist halt bei allen Asam-Produkten so, deswegen sage ich schon fast gar nicht mehr. Es ist überall Pflege mit drin. Aber das öffnet so ein bisschen das Auge, gibt so eine leichte Farbe. Es gibt auch Lidschattenpaletten. Ich finde, man muss immer so ein bisschen gucken, was will die Brand mit den Produkten machen. Und das probiere ich jetzt in dieser Full-Face-Reihe auch wirklich zu forcieren, dass ich euch das mitteile. Deswegen klingt das vielleicht für Hater klingt das alles dann gekauft, aber für Hater ist es dann so, naja, du sagst das, was die Marke hören möchte, guess what? Die Marke wird das Video vor euch auch nicht gesehen haben. Und wow. Aber es ist halt so, ne? Also bin ich transparent mit euch. Marken haben ja, wenn sie ein Produkt entwickeln oder Produkte oder eine Reihe entwickeln, haben sie eine Idee, für wen sollen die Produkte sein? Und
Die Magic Finish Produkte, das sind keine YouTuber Produkte, das sind Produkte für dich und mich. Wisst ihr, was ich meine? Die im Alltag gut funktionieren. Und da brauche ich jetzt auch nicht probieren, daraus eine Cut Crease zu machen. Dafür ist das nicht gemacht. Das sind Produkte, die ihr habt nicht so viel Zeit, ihr wollt euch nicht so viele Gedanken über die Produkte machen und könnt aber schnelle, schöne und solide Looks damit machen. Und das mag ich persönlich super, super gerne. Ihr seht, ich gehe auch ganz leicht mit dem Blush so ein bisschen unter meinen Augen lang, einfach um das so ein bisschen zu betonen. Und gebe nur so eine leichte Form mit zurück. Wir haben auch hier noch so eine Eyeshadow Palette, die ist halt super schlicht. Gehe hier einfach in diesen Schimmerton rein. Gib mir das hier ganz leicht drüber. Ich finde es auch schön zu sehen, dass es Marken gibt, die, das ist jetzt nicht nur bei Asam so, die nicht den Fokus haben, dass wir Pigment, 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 Pigment und Cut Crease und so, dass man es nicht benutzen kann, sondern ganz ehrlich, wie oft wart ihr schon in der Situation, dass ihr euch gedacht habt, Mensch, ey, das ist toll und das ist so cool, bunt und schrill, aber man greift im Alltag halt doch nicht dazu. Ich gehe jetzt mit dem Braunton hier unten noch ganz lang. Die Sachen sind pigmentiert, wenn du sie wie ein YouTuber aufträgst. Ich finde, es ist manchmal ausreichend, sowas zu machen. Und jetzt seht ihr das Ganze auch nochmal auf die Entfernung. Ne? Das ist jetzt so ein richtig schöner frischer Frühlingslook. Wir könnten jetzt die Farbe Lovely Melon noch auf die Lippen geben. Mache ich persönlich jetzt nicht. Ich nehme jetzt hier den Eyebrow Designer und gehe hier einfach nur ganz leicht durch. Für so ein bisschen Form kann mir das dann hier durchbürsten. Und würde sagen, dass das reicht an Gesichts-Make-up. Sehr frisch, sehr süß. Jetzt will ich das Ganze so ein bisschen YouTubiger machen. Und es gibt eine Lippenkombination, Trust and Believe, Kim Kardashian is Shaking. Es gibt leider noch keinen Lip Liner passend zu diesem Lippenstift. Asam hat zu den meisten Lippenstiften immer den passenden Lip Liner. Ihr kennt mich aber, ich liebe es, mit einem dunkleren Lip Liner zu starten und dann einen hellen Lippenstift zu benutzen. Ich nehme jetzt hier einfach einen von Morphe, selbst wenn hier vorher nichts dabei war. Holt euch diesen Lippenstift. Es gibt keinen Lippenstift aus der Drogerie und ich zähle Asam jetzt einfach mit zur Drogerie, weil ihr kriegt sie auch in der Drogerie. Ein Großteil davon zumindest. Online gilt aber nur der Code aktuell. Der so perfekt dieses helle, kühle Nude gibt. Das ist die Farbe Hazelnut Heaven. Könntet dann das Magic Fix drüber geben, dann hält es noch länger. How cute. How cute ist diese Lippe bitte? Ihr könntet noch einen dunkleren Lip Liner benutzen, dann ist der Kontrast natürlich noch heller. Aber dieser, das ist ein richtig kühler Nude-Ton, der so wunderschön aussieht. Ich habe den schon bei vielen gesehen. Das ist halt ein Influencer-Favorite. Sieht ganz anders aus als sonst, ne? So wie so ein kleiner, lieber Schuljunge, ganz süß, ganz zartes Make-up. Ich liebe, liebe, liebe diesen Lippenstift. Hazelnut Heaven, Freunde, Trust and Believe. Ich gehe jetzt mit dem Lipgloss Cream Cashmere rüber. Das ist auch ein ganz, 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 ganz heller Ton. Wow, sieht aus wie Dolly Buster. Ich weiß nicht, warum ich es gerade so fühle, ne? Das ist halt so ein Hater würden sagen, langweilig. Meine Freunde, wie ihr, sagt wahrscheinlich, lieben wir, dass es mal so natürlich ist. Eine Mascara benutze ich jetzt noch und das ist die Build-Up Fiber Mascara. Da sind so kleine pflanzliche Fasern mit drin, die sich an die einzelnen Wimpern legen. Ist Arganöl mit drin und sorgt dafür, dass die, ich habe ja recht kleine Wimpern, einfach so ein bisschen voller werden, ohne dass es klumpig aussieht. Und das ist mein fertiger Look. Full Face Asam in die Richtung, in der ich glaube, dass die Marke mit den Produkten gehen möchte. Ihr wisst, dass ich damit auch viel, viel mehr machen kann. Das seht ihr meistens dann bei Instagram in den ganzen Livestreams. Aber ich glaube, um euch zu zeigen, was mit den Produkten auch möglich ist, in die andere Richtung, in das andere Extrem, das Zarte, das Subtile, das Alltagstaugliche, habe ich hier, glaube ich, einen ganz soliden Look gemacht, den ihr sehr einfach nachschminken könnt. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Wie gesagt, der Code gilt auf alles außer Sale. Wenn ihr was nachkaufen wollt, was ihr vielleicht schon habt, die Pflege oder so oder ein kleines Geschenk, es gibt immer super, super süße Geschenksets bei Asam. Ich verlinke euch einfach mal ein paar Favoriten von mir unten in der Infobox, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Aber das ist so ein Look, damit würde ich auf eine kleine Frühlings-Picknick-Party gehen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich hoffe, ihr gebt mir ein Feedback zu dieser Art von Make-up, die ich probiere, jetzt so ein bisschen mehr für euch zu machen. Viel mehr an euch, weniger am YouTube-Algorithmus orientiert. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut gerne bei Asam vorbei, ihr Lieben. Wir sehen uns Freitag wieder. Und da bin ich super, super, super gespannt. Da testen wir eine ganz, ganz neue Marke. Ich glaube, es ist auch ein Fullface.
Ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe. Ich bin gespannt, Freunde. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.